Die Eier schlüpften unter der Fürsorge der Saurianer. Aber die Schlüpflinge waren viel kleiner als der Drache, von dem sie gekommen waren. Sie waren schnell und wendig, hoffe ich, während andere kräftig und dick und kräftig waren. Also nicht dick, sondern ja, stark gebaut. Der Saurianer August brachte ihnen, unterrichtete sie und trainierte sie, beides im Kampf und im Sprechen der Norma, also der Standardsprache, sprich Englisch. Der stärkste Schlüpfling, Menir, bewies sich selbst als charismatisch und ambitious. Na, aufstrebsam, keine Ahnung. Wörtliche Übersetzung bin ich nicht so gut mit. Die Saurianer. Ill prepared to rule. Okay, das weiß ich wirklich nicht. Die setzten auf jeden Fall Menir als Anführer und für die Draken als Beschützer ein. Aber Menir und seine anderen Schlüpflinge würden sich bald getestet sehen. Ich glaube, das hatte ich gerade falsch übersetzt. Ups. Warte, wir können nochmal zurück. Ill prepared to rule. Turned him as a leader. Keine Ahnung. Das kriege ich so schnell nicht vernünftig übersetzt, sonst müsste ich da jetzt nachdenken und ich habe keinen Bock zu denken. Also, ja, da, mein Kumpel ist da. Zieht euch von hier zurück. Scaled Runs, keine Ahnung. Diese Wasser, waren lange bevor euer Drache kam, waren unsers lange bevor euer Drache kam. Mit ihr verschwunden werden diese Wasser nun erneut uns gehören. Menir, du hast dich bewiesen, weise und stark zu sein, selbst in deiner Jugend. Deine Mutter, die einst unsere Ansiedlung, deine Mutter verteidigte einst unsere Siedlung. Wir haben, während sie weg war, das Beste getan, was wir konnten. Aber unsere Speere und unsere Kälte kann diese Toten nicht zerstören. Helf uns, Menir. Ich werde das Beste tun, was ich kann, Cell. Ich werde das Andenken an meine Mutter ehren. Also haben sie doch einfach die Draken aus denen geschlüpft. Tötet den untoten Anführer. Ja, kann ich ihn nicht auf mein. Ich will den haben. Meiner Seite. Warte, Missionsziel. Was haben wir sonst noch so? Cell und Menir dürfen nicht sterben. Logisch. 20 Runden nur Zeit. Okay, jetzt müssten wir aber zum einen können wir den Hinterlistling einberufen, das ist super, aber der bringt uns hier absolut gar nichts. Und wir können Drakengleiter und Flammendraken ausbilden. Gönnen wir uns. Ups, ich hab aus Versehen nicht auf Gönnen, sondern auf Runden beenden gedrückt. So, ich brauche erstmal zwei Drakengleiter, zwei Flammendraken, einen Drakengleiter. Teilen wir es 50-50 auf, würde ich sagen. Minus 4, aber mit den Gleitern sollten wir deutlich schneller als mit allem anderen die Dörfer einnehmen. Ja, guck mal hier, die beiden gehören direkt uns. Die Draken sind halt wirklich schön schnell. So, die beiden da unten sollten auch reichen. Wir sind wieder bei plus 0 Gold, aber bei minus 2 insgesamt.
würde ihn am liebsten auch mitnehmen und das mache ich auch, weil diesen Flammendrake müssen wir trainieren. Ich finde das cool mit diesen Fluganimationen. Ich hatte übrigens gesehen, im Add-on-Bereich von Westland gibt es wohl auch Erweiterungen, die einfach nur das Standardspiel schöner gestalten. Aber da habe ich halt absolut keine Ahnung von, deswegen habe ich davon jetzt erstmal nichts installiert. Aber die sind bestimmt irgendwie nochmal einen Blick wert, denke ich mir. Okay, die sind echt geil, um schnell mal eben die ganze Karte zu erkunden. Ich finde es cool, dass sie sich über Wasser dauerfliegen, aber hinsetzen, sobald sie auf einem Feld stehen, auf dem man auch landen kann. Das ist cool gemacht. So. Der hat auch noch ein bisschen mehr ausgegeben. Gegen den Spuk wird schwer. Obwohl halt Feuer ist ganz gut. Bleib von den Bergen fern. Du bist zu groß, um dich dort zu verstecken. Befinde dich, wo du sie sehen kannst. Ja. Ah, ich gehe hier fleißig Dörfer unter meine Kontrolle bringen. Die sind im Sumpf 50. Ja, okay, dem ist egal. Die wollen auf jeden Fall auch nicht im Sumpf kämpfen. Ich will auch nicht im Sumpf kämpfen, merke ich gerade. Dann werde ich sie hier unten an der Wasserkante erwarten. So. Alle Mann nach oben. Ich gucke, dass ich dafür sorge, dass er möglichst wenig Gold bekommt. Der kommt mit einem Ghostie schon mal direkt zum Fest. Problem, die Drachen sind redlich. Wisst ihr was, ich gebe ihm noch, ich gebe ihm ein paar mehr Runden dafür, dass ich ihn am Tag kämpfen kann. Und ziehe mich sogar bis hierhin zurück. So, weil ich will definitiv nicht in der Nacht gegen sie die erste Schlacht bestreiten, weil der recht zentriert vorrückt. So, wir haben 8 von 12 Häusern besetzt. Diesen einen komischen Geist müssen wir leider platt machen. Und wir werden diese Runde auch richtig angreifen müssen. Aber wenigstens ist es schon die zweite Wache. Und ich sollte den nicht direkt vor das Dorf setzen. So. Jetzt müssen wir irgendwie groß was gegen die unternehmen. Aber wirklich viel machen können wir gegen die auch nicht. 5-4, komm. Einer weg. So. Komm, töte ihn. Dein Ernst? Der hat noch einen Lebenspunkt. Einen. Okay, habe ich hier noch irgendwo Einheiten stehen? Den da habe ich dann noch stehen. Der kann jetzt auch in den Kampf mit eingreifen. Der ist nächstes Mal mit dabei. Okay. Okay, es wird Tag und das war schon mal der schwerste Teil der Arbeit. Am Leben zu bleiben, bis es Tag wird. Traurigerweise heißt das noch lange nicht, dass wir gerade gute Karten haben. Mir geht's nämlich echt nicht berauschend. Ich will erstmal die Leute von ihm töten, die ich gefahrlos angreifen kann. Das heißt, ich werde erst alle seine normalen Skelettos weglasern. Und dann irgendwas anderes machen. Ja, Kälte ist alles überhaupt nicht effektiv gegen den Typen. Wer hätte es gedacht?
So, mit dem gehe ich einen weiter nach vorne, dass der ein bisschen heilen kann. Okay, mal gucken. Aua. Da sterben auf jeden Fall einige von unseren Leuten. Aber Menje wird langsam stärker und ich glaube, einer von denen bekommt am Ende auch Führungsqualitäten. Und das ist halt schon eine Fähigkeit, die ich gerne für jemanden hätte. Aber ich hätte gerne, dass der nach zwei von diesen Megafeuerangriffen bitte dann auch tot ist. So. 9. Du machst auch 9er Angriffe. Okay, der ist weg. Und den Geist würde ich auch gerne diese Runde töten. Oder ich töte ihn nicht. Wir haben nicht mehr viele Einheiten, aber wir haben genug Gold, um weitere herzustellen, theoretisch. Aber hätte ich das gemacht, hätten wir ihn nicht so hoch gelevelt schon. Der kriegt jetzt auch bald sein Level ab, der braucht nicht mehr viel. Und es ist natürlich mein Glück, dass der hier, ist der komische Untotenanführer, hauptsächlich Nahkämpfer ausgebildet hat. Ist natürlich ein gefundenes Fressen. So. Der bildet auch nichts mehr aus, so wie ich das sehe. So, es wird Nacht. Der da ist ganz kurz vor seinem Level up. Wobei der da auch recht weit ist. Wow. Okay, das bisschen habe ich gebraucht. Na komm. Musste das sein? Ich habe ihn so gut vorbereitet. Bin so unfassbar gut vorbereitet. Den ollen Typi hier. Ups, das war die falsche Seite. Von da wollte ich nicht angreifen. Na egal. Machen wir es halt so. Geht auch. Okay. Ja, den einen hat er jetzt natürlich abgerissen, war klar. Dann holst du dir die EP. Und du wirst zum... Der da, der Lodandrake. Der hat die... Wir haben hier Feuerdrake. Stufe 2. Jetzt wüsste ich gerne... Ich weiß, dass eine von denen, glaube ich, Stufe 4 kann. Die würde ich gerne für meinen... Dings benutzen. Gibt es hier irgendwo eine... Einheiten? Draken. Armageddon-Drake. Was? Warum höre ich hier komische Geräusche? Der ist Stufe... Steht hier irgendwo die vorherige Stufe in... Stufe 4. Vorherige Stufe Inferno-Drake. Vorherige Stufe Feuer-Drake. Vorherige Stufe Flammendrake. Okay. Also wir haben die, der Armageddon-Drache, der Stufe 5 ist und aus dem kommt. Aber die Richtung, Richtung Flammendrake geht. Und dann haben wir Drakenkrieger, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 2, 1, 2, 3, 2, 1. Okay, ich glaube, es ist ziemlich klar, in welche Richtung wir gehen. Nämlich der hier, das hier die andere Einheit, die wird zum Lodandrake. Und Minje wird zum Flammendraken.
ausgebildet werden. Da jetzt nehme ich ihm das letzte bisschen Gold einkommen. Warum steht hier noch ein Typ? Den habe ich völlig vergessen, kann das sein? Hätte ich sogar noch eine Einheit mehr gehabt. Dann hätte der eine letzte Runde nicht sterben müssen. So, aber wir sind gut ausgerüstet, kriegen nächste Runde noch eine Stufe 2 Einheit und werden ihm hier die EP geben. Denn wir haben dann schon zwei aufgewertete Feuerdraken, aber noch keinen aufgewerteten Drakengleiter. Okay, und der Dude geht zum Angriff über. Hab ich verstanden. Habe ich nicht mit gerechnet, dass der mich direkt attackiert. Ich dachte, er ist genauso passiv wie sein Kollege. So. Gehen wir in seine Nähe, weil dann warte ich natürlich einfach, bis es Tag ist, ne? Warum sollte ich den angreifen, wenn ich nicht muss? So, er kann mich angreifen, alle anderen nicht. Beziehungsweise von mir aus kann er gerne den Typen angreifen. Zack, und wir kriegen einen Feuerdraken. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an, ein bisschen auf dem Typen rumzuhacken. Feuer mögen die ja nicht. Ihr beide könnt ihn da hinten ein bisschen grillen. Wenn ihr denn möchtet. Und du sollst ihn killen. Perfekt, er ist genau weit genug geschwächt. Er ist tot. Verdammt, erneut. Aber wir können nicht besiegt werden. Wir werden zurückkehren. Szell, wird er wirklich zurückkehren? Ja, es könnte... Es wird ihn Jahre für... Es wird seine Essenz Jahre brauchen, sich selbst zusammenzusetzen. Aber er wird zurückkehren. Er ist immer zurückgekehrt. Dann müssen wir hier weg. Dieser Sumpf ist zu kalt und zu nass für meine Leute. Wir können zusammen ein viel besseres Heim finden. Du hast uns heute gerettet, Menia. Wir werden dir folgen. Nice. Sieg. Bonus Gold 76. Yay. Und wir haben außerdem einen Himmelsdraken bekommen. 3 Stufe 2 Einheiten direkt zu Anfang. So lobe ich mir das. Dann gucken wir mal, was im nächsten Szenario auf uns wartet.